herzlich begrüßen. Im Namen des SK Rapid, ja, hier nach dem 1:0 gegen die SV Ried, die Gratulation. Wichtige drei Punkte, du hast es angekündigt, dass es ein schweres Stück Arbeit werden kann. Wie würdest du das Spiel analysieren? Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel von uns gesehen haben. Wir haben eigentlich gleich ab der ersten Minuten losgelegt, haben in Wahrheit da das verpasst, dass wir in Führung gehen und haben sehr, sehr wenig zulassen verriet und haben eigentlich das Tor, was in der Luft gewesen ist, haben wir nicht gemacht und zur Pause haben wir dann im Prinzip weiter versucht, auf Tempo zu bleiben. Mit dem Ausschluss war es dann so, dass wir dann noch mehr nach vorne investiert haben und haben wir leider wirklich Hochkaräter vergeben. Das muss ich der Mannschaft schon vorwerfen, weil ich denke, dass das Spiel wirklich in eine Richtung gegangen ist. Und ich glaube, dann hast du dann schon bei den Spielern gemerkt, nachdem wir auch in Alltag, wo wir auch Chancen vorgefunden haben, an 0-0 gespielt haben und wenn das heute passiert wäre, dann hätten wir auch wieder gewusst, dann waren wir auch wieder die Blöden gewesen. Aber ich denke, Jussi hat dann mit einem unglaublich tollen Tor die hochverdienten drei Punkte für uns geholt und alles andere war heute echt ein Jammer gewesen, weil einfach, glaube ich, schon ein riesiger Unterschied erkennbar war zwischen beiden Mannschaften. Vielen Dank, dann darf ich auch beim 41. Heimspiel gegen Ried den Herrn Hackl um die erste Frage bitten. Du, brauchen wir darüber reden, dass es hochverdient war und wahnsinnige Druckphase. Aber natürlich jetzt die Frage zum Jussow. Wann wird er wieder, du kannst natürlich auch sagen, du hast alles richtig gemacht, ja, aber er ist wieder erst in der 75. Minute gekommen. Warum kriegt er relativ so wenig Einsatzzeiten? Weil ich Trainer bin, ja, und weil ich das entscheide. Das ist einfach so, beim Jussi, da haben wir ein Juwel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass uns heute den Sieg gebracht hat, wird er ungemein freuen, uns genauso. Und er wird nicht zum Aufhalten sein. Aber ich will jetzt nicht jede Woche dann diskutieren darüber, warum, weswegen, sondern er hat uns den Sieg gebracht und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und er ist ein unglaublicher Fußballspieler mit dem Tor, was er da gemacht hat. Also ich behaupte, er wollte den Ball durch seine Zirkeln und er ist eine große Qualität und er ist eh nicht zum Aufhalten. Man kann ja nicht reden über die gelb-rote Karte, ob die zu hart war oder nicht, das ist völlig egal. Aber warum war zum Beispiel nicht die Überlegung schon, ihn gleich in der 62. Minute dann zu bringen? Dann, ich weiß, du bist Trainer, aber mich interessiert noch, was da die Überlegung ist dahinter, weil dass der kicken kann, wissen wir ja eh alle. Die Überlegung war, dass ich ihn später bringe und dass er uns das Tor schießt. Überlegung aufgegangen. Eine Frage, Christian? Nein, bitte, Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung. Woran, dass es verdient war und dass man drücken überlegen war, woran liegt es aber, dass man vielleicht in der Lage ist, in Überzahl dann auch einen Gegner so wirklich die Luft zum Atmen zu rauben, dass man so ständig Druck macht, dass man hat, es waren Weitschüsse und es waren gefährliche Aktionen dabei, aber es waren nicht so diese Phasen, weil man gefühlt hat, man sieht doch, dass einen Mann mehr setzt. Optisch ist kein Unterschied, weil wir es vorher genauso überlegen, bei 11 gegen 11 wie bei 11 gegen 10. Bin ich nicht der Meinung, bin überhaupt nicht der Meinung. Man muss wissen, eine Mannschaft, die mit einmal weniger spielt, hat sehr wenig zum Verlieren. Das ist die große Wahrheit. Die werden sich noch mehr einigeln und dann ist es nicht selbstverständlich, dass du im Minutentakt dann die Chancen kreierst. Wir haben Chancen kreiert, das will ich schon mal sagen. Aber wenn jetzt irgendeiner glaubt, dass du dann, obwohl du einmal mehr bist, dass du dann in Wahrheit, und wenn sie dann Achte einpacken im 16er, dass du dann permanent aufs Tor schießt oder dass du permanent die Lücken findest, da muss ich sagen, dann muss man Manchester City herbringen, die werden es möglicherweise schaffen. Rapid Wien hat es heute sehr gut gemacht und deshalb haben wir auch verdient gewonnen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass du dann sagst, du kannst da, weil du einmal mehr hast, kannst du im Wahrheit alle 30 Sekunden einen Torabschluss haben. Ich glaube, dass man, wenn ich jetzt die Statistik sehe, 23 Torschüsse, ist nicht allzu schlecht, denke ich mal. Und man hat es in Alltag auch schon gesehen. Und ich glaube, nicht nur in Alltag, sondern auch wenn andere Mannschaften gegen ein Mannschaftsspiel mit einmal weniger, sieht man oft, dass sich dann eine Mannschaft in Wahrheit ein bisschen schwerer tut, weil du musst sehr wohl nur schauen, dass du dann in keinen Konter rennst, beziehungsweise, ich weiß es, von was ich rede,
Die Räume sind sehr, sehr eng. Und da haben die Jungs es dann heute eigentlich gut gemacht. Aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, wie der Schick den Ball dann daneben setzt, das was fast unmöglich ist, habe ich mir gedacht, na, heute sind wir in der Rüdeler Wismar, gell? Dankeschön. Weitere Fragen, die Herren? Christian, nochmal bitte lass das Mikro bitte. Diese Überlegung, ist es vielleicht auch so eine Stärke, warum bringt, dass man ganz einfach einen Spieler auf der Bank sitzen hat, der so viel Qualität, der dann wirklich den Unterschied auch ausmachen kann? Ich meine, gibt es sowas wie klassische Joker? Weiß ich nicht. Das hat es aber immer in der Fußballgeschichte immer wieder gegeben, dass so Leute kommen eine und dann passiert irrsinnig viel. Er ist kein klassischer Joker, aber er kann eines. Das, was er wahrscheinlich am allerbesten kann, er kann sofort in ein Spiel kommen und er ist sofort drin. Ja? Und das ist vielleicht der Unterschied. Aber dass er noch Dinge lernen muss, ist keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht wieder auffangen, weil uns das dort geschossen und ich freue mich wirklich ungemein für ihn und für uns natürlich, weil es halt ein schöner Sieg war und ein verdienter Sieg war. Aber ich will nicht permanent dann jede Woche über einen Jussi reden, dass er ein unglaublicher Fußballer ist. Über das brauchen wir gar nicht reden. Und der macht seinen Weg. Also da brauchen wir auch nicht diskutieren drüber. Und ich glaube, dass wir es richtig machen mit ihm. Und natürlich wünscht sich jeder, speziell wenn er so durchschießt, heißt ja eigentlich, hätte er schon viel früher kommen können. Aber wenn er dann auf einen Beginner spielt, warum? Eigentlich ist er jung. Also wir wissen ganz genau, was wir mit ihm tun. Und er ist nicht zum Stoppen, weil er einfach eine riesige Qualität hat. Bitte Mikrofon. Ja, und das ist jetzt, natürlich geht man mit einem guten Gefühl, mit einem besseren ein, als wenn das jetzt 0-0 ausgegangen wäre. Aber ich meine, das ist zum Beispiel ein ganz junger Mensch noch, ja, weil das jünger als wir zwar. Gibt es eine Form Belohnung? Du hast jetzt das gemacht, 3 Punkte, also darfst gegen die Austria anfangen. Ist das ein Gedanke, der möglich ist? Ich weiß, du bist der Trainer, aber ich denke jetzt nur laut. Er hat sich selbst belohnt und er hat uns belohnt. Und wenn er gut trainiert, was er wirklich die meiste Zeit tut, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann es durchaus passieren. Aber es ist einfach so, wir spielen heuer eine gute Saison, würde ich mal sagen. Und er ist eh nicht zum Stoppen. Aber nochmal, wir müssen da nicht jetzt permanent dann über den Jussi reden. Ich bin froh, dass wir ihn haben, wirklich froh darüber. Und man weiß eh nicht, wie lange man noch hat, weil er einfach so eine riesige Qualität hat. Aber es kann wieder ein Spiel kommen, wo man sagt, ja eigentlich war das dann nicht das, was man will. Deshalb sind wir heute alle happy, dass es so funktioniert hat, dass uns zum Sieg geschossen hat. Und die Frage auf die, musst du mir 2 Tage vorher rufen und dann reden wir drüber, ob du ihn durchspielen lassen lässt. Gegen Austria, aber bei dir dann spielt. Ja. Nein, du fragst aber, ob er gegen Austria belohnt wird. Ich sage ganz ehrlich, wir haben eine Woche Zeit jetzt, dass ich das in Wahrheit dann einmal anschaue. Und er kann von Beginn an spielen, aber er muss nicht von Beginn an spielen. 2 Tage vor dem Match haben wir ja eh wieder unser Zoom-Pressegespräch. Vielleicht schafft es Kollege Hakel auch einmal mit Ton. An dem wirst du scheitern. Aber wir üben eh schon das Lippenlesen. Das haben wir jetzt. Genau. Bitteschön, gibt es noch eine weitere Frage zum Spiel vielleicht? Jawohl, Alex Huber, Kurier bitte. Ich hätte eine Frage zu den ersten 30 Minuten, weil ich die wirklich sehr, sehr gut gefunden habe und wie du Ried generell einschätzt. Ihr habt jetzt die meisten Gegner schon 2 Mal gehabt. Du hast vor dem Spiel gesagt, du findest Ried und den neuen Trainer besser. Wie würdest du sagen, entwickelt sich die Liga generell und was sagt das auch über deine Mannschaft aus, wenn man 30 Minuten lang, so habe ich es zumindest gesehen, wirklich sehr, sehr gut spielt und dann trotzdem noch nicht vorne ist? Ist das dann nur die oft schon zitierte Effizienz oder liegt es vielleicht auch an den Gegnern, dass momentan die Liga keine Mannschaft hat, auch die weiter hinten stehen, die schlecht sind? Ich glaube, die Liga ist nicht so schlecht, wie es der eine oder andere meint. Ich glaube, dass es für uns ein sehr gutes Spiel war. Wir belohnen uns mit Toren. Also ich glaube, die Aktionen waren sehr gut. Wir haben wirklich Möglichkeiten vorgefunden. Und da fühlen uns im Moment ein bisschen die Effizienz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir die heute schon vor Beginn gehabt hätten, hätte es vielleicht ein höherer Sieg werden können. Und dann hätten wir gesagt, ja, Ried ist in der Liga drin. Und dann Trainer Music ist es so, dass sie gegen den Ballen das mehr arbeiten. Das heißt, dass sie schon einen Gegner früher stehen wollen. Und da haben wir immer gute Lösungen gefunden. Aber mir ist Ried grundsätzlich
nach dem Spiel egal, weil ich bin Trainer von Rapid und mir ist meine Mannschaft wichtig und ich denke, dass die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben und sie zum Glück noch mit dem Sieg eine schöne Woche beschert haben. Bitte, Christian, das Mikrofon kommt schon wieder zu dir. Natürlich sieht der Trainer das Spiel ganz an anderer Position mit anderen Augen als wir kurzsichtigen Journalisten da oben. Aber Fakt ist, bei Ried spielt ja einer, der jetzt ab Sommer bei Rapid ist. Hast du da, wer das Spiel Augen für den, schaust du auf den oder ist das, oder, weiß ich nicht, das frage ich jetzt, weil es mich ganz einfach interessiert, wie das ist, ob du den irgendwie genauer beobachtest oder ob du wirklich eher nur für deine Leute da einen Blick hast? Man muss schon für die eigene Mannschaft da sein, aber natürlich ist es so, wenn eine Situation entsteht, ich schaue auf meine Spieler, wie sie sich positionstechnisch verhalten, im Defensivverhalten, aber man schaut dann natürlich auch, wenn er gerade in der Situation involviert ist, wie macht er das jetzt, was macht er mit dem Körper, wie blockt er, also das sind schon Dinge, aber andererseits ist mir wichtiger meine Mannschaft, aber es ist ganz klar, dass man sich Spieler anschaut, Und sie dabei was denkt, so entstehen ja dann Transfers, warum man Spieler holt. Aber die Mannschaft von mir ist mir heute weit wichtiger gewesen. Und aus der Fraktion 10 von ihm, hat er in manchen Situationen gut gefallen? Oder? Es war so, sie haben sehr schwierig gehabt, weil wir schon sehr dominant sind, muss ich sagen. Also sie haben jetzt sehr, sehr wenig Aktionen nach vorn gehabt und weil sie wirklich in erster Linie verteidigen müssen. Und dadurch ist dann für einen Spieler schwieriger, ein Offensivspieler, dass er dann diese nötigen Bälle kriegt für sein Spiel. Und ich glaube, dass er da wenig Bälle heute bekommen hat, weil es wir eigentlich ganz gut gelöst haben. Dankeschön. Alle Fragen beantwortet. Dann wünschen wir ein wunderschönes Wochenende. Gratulation nochmal. Danke.